Fakt ist, wir hatten in der Ausatemluft weniger Sauerstoff oder die Probanden damals. Und das ist ein Parameter, der lässt sich nicht täuschen. Ist in der Ausatemluft weniger Sauerstoff als zuvor, bedeutet, dass es mehr Sauerstoff im Körper geblieben. Ja. So, und vergleichbar zu den klassischen Sauerstofftherapien hat dieser gleiche Versuch oder die Studie gezeigt, wie übrigens vom Zentralverband Ärzte von Naturheilverfahren damals diese Studie veröffentlicht wurde, hat gezeigt, dass mehr Sauerstoff ausgeatmet wurde bei den klassischen Sauerstofftherapien. Und du hast eben das große Stichwort gegeben, freie Radikale. So, also die brauchen wir in einem gewissen Maß, aber zu viel ist nun mal zu viel. Und wir konnten auch bei Anerji immer nachweisen, und das war auch eine der Kernargumente vor 20 Jahren, warum wir viel Akzeptanz zunächst bekommen haben, dass halt die freien Radikale reduziert werden, dass die antioxidative Kapazität steigt und. Die Herzfrequenz sinkt, da sind wir im Bereich der Herzratenmobilitätsmessung und. Also das ist mehr als ausreichend belegt. Sogar haben wir 2012 oder 2013 haben wir einen Wissenschaftspreis von der IPO bekommen. Das war die International Prevention Organization. Ja, hallo zusammen, liebe Leute. Hier bin ich mal wieder mit einem neuen spannenden Interviewpartner. Das ist der Guido Birta von Energy. Energy ist ein ganz spannendes System, was ich schon bald seit 2 Dekaden kenne und jetzt in der letzten Zeit da selber auch endlich mal tiefer eingestiegen bin, vor allen Dingen auch im Selbstversuch und ganz, ganz spannende, unglaubliche Ergebnisse innerhalb von ganz kurzer Zeit für mich erzielt habe. Da kann ich ja vielleicht noch mal in einem zweiten Video dann demnächst mal drauf eingehen. Ich würde jetzt gerne den Raum öffnen für den lieben Guido. Hallo Guido, schön, dass du da bist und dir die Zeit nimmst, über eure wunderbare, einzigartige Technik zu sprechen und ja, deinen weiten Erfahrungsschatzdienst, den du dazu einfach mitbringst, auch zu teilen. Und das deckt sich auch sehr gut mit dem, was ich hier sonst mache in meinem Freiraum-Institut hier am Bodensee, wo es ja um Self-Empowerment, also Selbstermächtigung geht und ganz viel auch Atemprozesse eine Rolle spielen. Und wir hatten es gerade im Vorgespräch schon auch zum Thema HRV, Vagusaktivierung, also parasympathische Entspannung und so weiter. So wie Detox natürlich auch eine große Rolle spielt und was das alles mit den Lungen und der Atmung und dem Wald zu tun hat und dem Sauerstoff und mit Singulett-Sauerstoff und hexagonalem Wasser, das werden wir jetzt ho hoffentlich von dir ein wenig mehr erläutert bekommen. Schön, dass du da Ja. bist. Ja, so ganz nach dem Motto, ohne Luft ist alles nichts, sagen wir immer bei Ja. Energy. Guten Tag, Georg, vielen Dank, dass wir dabei sein dürfen. Vielen Dank, dass du uns die Chance gibst, über unsere Waldluftgeneratoren oder die Energie, die wir damit produzieren, etwas berichten zu können. Vielen Dank. Und vielen Dank, dass du da auch den Selbstversuch gemacht hast. Ja, ich könnte jetzt 20 Stunden einen Monolog halten zur Atemluft, weil das, was wir bei Energy tun, das lieben wir. Aber vielleicht erlaubst du mir zuerst mal zu sagen, was wir bei Anergy nicht tun. Sehr gut. Denn wir erhöhen nicht den Sauerstoff. Wir reduzieren auch nicht den Sauerstoff. Wir machen auch keine Ionisierung und auch kein Ozon und sowieso keine körperfremden Substanzen, sondern wir haben einen Prozessor entwickelt, einen Prozess der Photosynthese nachgestellt, also einen Prozessor entwickelt, der das Zusammenspiel zwischen Licht, Luft und Wasser optimiert, in Balance bringt sozusagen. Denn wir sprechen immer von dem Sauerstoff, aber der Sauerstoff, sagen wir auch immer, kann ohne Wasser gar nichts. Und das Licht noch dazu. Das heißt, wir glauben bei Energy oder wir sind davon überzeugt, dass wir eine Rezeptur inhalieren. Denn wir haben ja auch oft über CO2 viel gehört die letzten Jahre. Kein Mensch weiß, wie viel da wirklich anteilig enthalten ist von den 100% Atematmosphäre. Aber das ist beispielsweise bei den 1% mit drin. Aber ich möchte jetzt auch nicht zu viel vorwegnehmen, sondern Energy ist also Qualität statt Quantität. Das muss man ganz klar sagen. Um das gleich mal vorwegzunehmen, weil das war für mich damals ganz am Anfang, als ich das erste Mal von euch gehört habe, als ich noch oben in Soest war, habe ich auch ein Missverständnis, bin ich am Missverständnis damals aufgesessen. Ihr fügt also keinen Sauerstoff, weil Sauerstoff ist ja ein freies Radikal, fügt ihr also nicht hinzu. Ja, das ist also keine reine Sauerstoffgabe in der Form, ne? Also so, das ist mal ganz wichtig.
Und es ist auch anders als jetzt zum Beispiel bei der was ich ja auch hier mache, Intervallhypoxietherapie, Hypoxietraining, wo dann eben du auf Höhenmeter hochgeschickt wirst und Sauerstoff reduziert wird und dann gehst du wieder auf Normalniveau, auf Raumsauerstoffniveau. So, ne? Also das kann man alles damit überhaupt nicht vergleichen. Vielleicht kannst du mal ein bisschen genauer darauf eingehen, was jetzt zum Beispiel die Waldluft, sage ich mal, der Waldluftgenerator, was das genau ist, was da genau passiert. Da ist ja jetzt auch kein Baum drin, der jetzt Chlorophyll abgibt in dem Kasten. Ja, also genau. Wie kommt es denn dazu, dass das dann? Ja, Ja, du also darfst natürlich jetzt keine erstmal. Betriebsgeheimnisse verraten, aber du kannst es ja vielleicht mal so umschreibend erklären. Ja, also wir sind sehr transparent bei Energy grundsätzlich. Es gibt ein paar Geheimnisse, die behalten wir für uns. Aber wie du eigentlich schon richtig erwähnt hast, also wir geben keinen zusätzlichen Sauerstoff. Also wir bleiben bei den 21% Sauerstoffanteil, den wir nahezu weltweit haben. Denn kaum ist öffentlich bekannt, dass wir 75% des Sauerstoffs, den wir einatmen, unverwertet wieder ausatmen. Und das bei einem jungen, gesunden Menschen. So mit zunehmendem Alter, bei Bewegungsmangel, Erkrankungen, die ganzen Umweltgifte, die wir heutzutage oder denen wir heutzutage ausgesetzt sind, verliert der Körper zusätzlich die Fähigkeit, den Sauerstoff, also den Luftsauerstoff, den atmosphärischen Sauerstoff in Stoffwechselenergie umzusetzen. Und da haben wir uns damals vor mittlerweile über 23 Jahren gesagt, warum dem Körper denn zusätzlich Sauerstoff geben, wenn wir 3/4 des Sauerstoffs, den wir einatmen, unverwertet wieder ausatmen. So, und da haben wir uns damals in der Natur umgeschaut und dann gelernt, dass im Rahmen der Photosynthese ein weiterer Energiezustand des Sauerstoffs existiert. Also der atmosphärische Luft, die wir einatmen, oder der Sauerstoff wird mit dem sogenannten Triplet-Sauerstoff bezeichnet. Und wenn der Prozess der Photosynthese stattfindet, also das Zusammenspiel zwischen dem Sonnenlicht, dem blattgrünen Chlorophyll und der relativen Luftfeuchtigkeit, um es auf den Punkt zu bringen, wird der Sauerstoff kurzzeitig in den sogenannten Singulett-Sauerstoff-Zustand gebracht. Dieser Zustand ist aber völlig instabil und fällt eigentlich im gleichen Moment zurück in den Triplet-Sauerstoff. Aber nach dem Energieerhaltungsgesetz geht die Energie nicht verloren. Wir bezeichnen die Energie als Information. Das heißt, ohne den Sauerstoff zu erhöhen, zu ionisieren oder zu ozonisieren sozusagen, erreichen wir damit, dass der Sauerstoff im Körper besser verwertet werden kann. Und das ist der Schlüssel bei uns. Also wir unterstützen nicht die Sauerstoffaufnahme, also das VO2 Max, sagt man wissenschaftlich dazu, sondern wir unterstützen die Utilisation, das heißt die Sauerstoffverwertung. Wenn man das so ein bisschen mit dem Auto vergleicht, mit einem Autotank, wenn der Vergaser oder die Einspritzanlage nicht optimal eingestellt ist, dann nützt es auch nichts, wenn man, ich sage, 80 statt 20 Liter Benzin im Tank hat. Denn es geht letztendlich um die Sauerstoffverwertung. Und das können wir also über verschiedene Parameter nachweisen, dass das unterstützt wird. Wir hatten vor 20 Jahren schon eine Studie gemacht, eine vergleichende Therapie, also klassische Sauerstoffkonzentratoren, ob die jetzt die Luft nur konzentrieren oder den Sauerstoffgehalt noch mehr reduzieren. Fakt ist, wir hatten in der Ausatemluft weniger Sauerstoff oder die Probanden damals. Und das ist ein Parameter, der lässt sich nicht täuschen, ist in der Ausatemluft weniger Sauerstoff als zuvor, bedeutet, dass es mehr Sauerstoff im Körper geblieben. So, und vergleichbar zu den klassischen Sauerstofftherapien hat dieser gleiche Versuch oder die Studie gezeigt, wie übrigens beim Zentralverband Ärzte für Naturheilverfahren damals diese Studie veröffentlicht wurde, hat gezeigt, dass mehr Sauerstoff ausgeatmet wurde bei den klassischen Sauerstofftherapien. Und du hast eben das große Stichwort gegeben, freie Radikale. So, also die brauchen wir in einem gewissen Maß, aber zu viel ist nun mal zu viel. Und wir konnten auch bei Energy immer nachweisen, und das war auch eine der Kernargumente vor 20 Jahren, warum wir viel Akzeptanz zunächst bekommen haben, dass halt die freien Radikale reduziert werden, dass die antioxidative Kapazität steigt und. Die Herzfrequenz sinkt, da sind wir im Bereich der Herzratenmobilitätsmessung und. Also das ist mehr als ausreichend belegt. Sogar haben wir 2012 oder 2013 haben wir einen Wissenschaftspreis von der IPO bekommen. Das war die International Prevention Organization.
und so weiter. Also zunächst hat man uns ausgelacht, muss man ganz klar sagen. Und natürlich ist das ein vergebener Markt gewesen, etablierte Methoden. Und da waren wir sozusagen, wurden wir anfangs noch sehr belächelt. Heute glaube ich, dass das eine Methode ist, die nicht mehr vom Markt wegzudenken ist. Und unser Thema ist halt Qualität statt Quantität. Und das ist eine Maßnahme, die kann man mit 80 genauso mit 8 Lebensjahren machen. Also ist keine extremer Reiz, den man sich damit setzt. Schon gar nicht ist das blutig oder sonst was. Und man kann das an jedem Ort der Welt machen. Ja, mittlerweile nach 20 Jahren haben wir es geschafft, die Technologie so klein zu machen, dass die also in einen Schuhkarton sozusagen passt und den kann man bekanntlich überall mit hinnehmen. Wahnsinn. Ja, es gibt ja diese Aussage von Gandhi, ne? Zuerst wirst du belächelt, dann bekämpft und am Schluss gewinnst du, ne? Also die Phasen habt ihr ja, glaube ich, ziemlich stringent durchlaufen. Extrem, genau. Bis dass das Öffentlich-Rechtliche uns mal durch den Kakao gezogen hat mit einer ganz bösen oder negativen Geschichte. Danach war erstmal von einem halbes Jahr später mussten wir erstmal die Segel streichen, wie man so schön sagt. Aber dann haben wir gesagt, jetzt erst recht. Und wir sind so ein bisschen unter dem Radar geblieben und das bleiben wir auch weiterhin, denn wir wollen kein Konzern in dem Sinne werden, sondern wir wollen eine Manufaktur sein und qualitativ hochwertige Produkte herstellen, die auch nach 20 Jahren noch halten. Und funktionieren. Und das dürfen wir heute nach 23 Jahren sagen. Also Gerätschaften, die wir in den ersten Jahren verkauft haben, da sind einige, die heute noch zum Einsatz kommen. Also ich meine, das ist ja bekannt aus den ganzen alternativ therapeutischen Kreisen, sage ich mal. Also wenn es nichts taugt, dann ja, dann läuft so durch. Aber wenn es was taugt, dann wird ganz häufig taucht irgendwann dann dieses Phänomen auf, dass das irgendwo unsäglich dargestellt wird und verrissen wird. Es ist eigentlich schon fast ein Signum, finde ich, für Qualität heutzutage, dass das dann unter irgendwelchen fadenscheinigen Gründen dann da so diskreditiert wird oder manchmal sogar verboten wird. Ja, da gibt es ja alle möglichen Geschichten, wo die verrücktesten, abenteuerlichsten Sachen laufen. Ich meine, das Klassische sind ja auch so dann Vitamin D und solche Geschichten halt, ne, wo dann immer wieder davon gesprochen wird, dass man das doch möglicherweise nicht mehr so in der Form und ne. Also von daher könnte das schon durchaus sein, dass das ein Siegel für Qualität ist, ja. Ich glaube, die letzten 3 Jahre haben uns gezeigt, wie wir über die Atmung informiert werden und geschützt werden oder halt nicht geschützt werden. Und seither ist es natürlich auch nicht so, dass eine Methodik oder überhaupt eine Struktur und wir schaffen auch Wissen. Wir haben einen ganz tollen Ratgeber ins Leben gerufen mit tollen Experten, Physiker genauso wie Physiologen. Der nennt sich der kleine Atmos. Und da sieht man natürlich beispielsweise, dass nur 0,04% Ozon, Entschuldigung, wo sind wir denn jetzt? Bei CO2, genau, 0,04% CO2. Also da will man nicht wirklich, dass die Menschen verstehen, was die Atmung ist, obwohl wir es vom ersten bis zum letzten Atemzug tun. Wir brauchen gewiss nicht mehr Sauerstoff oder sonstiges, sondern einfach mal tiefer einblicken da. Und da möchte ich jeden einladen, einfach mal den kleinen Atmos zu lesen. Das muss eigentlich in jeder Schule, jeder Schüler, jeder Lehrer sowieso. Aber selbst im Studium ist es so, wenn es Richtung Medizin geht, dass man im Rahmen des kleinen Physikums relativ wenig lernt über die Sauerstoffverwertung Ja, letztendlich, über die Utilisation. So, und das das möchten stimmt. wir so ein bisschen anschubsen bei Angie und deswegen haben wir allerlei Literatur auch geschaffen, die nicht so verkäuferisch ist in dem Sinne, sondern die einfach Rat gibt im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, vielleicht kannst du ja mal was sagen dazu, also zu diesem Detox, der über die Lungen läuft, was ja ungefähr 70% vom gesamtorganismischen Detox ausmacht. Genau. Natürlich haben wir jetzt ja das Phänomen gehabt, dass wir da unheimlich viel, ja, wie soll ich sagen, Rückatmung hatten in den letzten 3 Jahren, von Mikroplastik und so erst gar nicht zu reden, oder bakteriellen Verseuchungen von irgendwelchen Masken, die dann da am Ärmel hängen und hinterher noch zum Schweißabwischen benutzt wurden. Ja, aber davon mal ganz abgesehen, also was kannst du vielleicht dazu noch ergänzen, so, weil das ist ja ein ganz spannender Faktor, den oftmals Mediziner nicht mehr wissen. Du hast aus meiner Sicht das Spannendste schon vorweggenommen, und zwar 70% der Entgiftung finden über die Lunge statt. Das muss man mal wirken lassen. All die Menschen, die sich um die Entgiftung
bemühen, was natürlich auch sehr, sehr sinnvoll ist. Aber die denken, alles bei uns Herren im Stehen, bei den Damen oder letztendlich Damen und Lunge und Blase wäre das Entsorgungsorgan. Aber 70% finden nun mal über die Lunge statt, 20% über die Haut, 7% über die Blase und 3% über den Darm. So, also das sagt eigentlich schon alles. Die Entgiftung ist also weit, weit mehr als das nur das Sitzende. So, aber ich bin auch kein Wissenschaftler, das habe ich dir im Vorfeld gesagt. Ich habe autodidaktisch sehr, sehr viel mitbekommen und habe einfach immer wieder die Rückmeldungen bekommen. Wenn man die richtige Luft atmet, die gesunde Waldluft sozusagen, dann tut sich auch immer was bei der Verdauung. Also von daher ist nicht nur, dass die Menschen beispielsweise mit COPD besser abhusten können, denn es nützt nichts, wenn die Lunge entgiften soll und die ganzen Lungen sind verschleimt. Teilweise farblich verschleimt bei, wie gesagt, bei COPD-Patienten beispielsweise. Und da hören wir immer, dass es offensichtlich die Schleimlö oder eine schleimlösende Wirkung hat. Die Menschen sagen also, sie können besser abhusten. So, das Verdauungsthema, das habe ich eben angesprochen. So, jetzt könnte ich auf die Haut eingehen, möchte das aber nicht zu verkäuflich hier machen. Aber es gibt eine Wissenschaftlerin, die hat 20 Jahre Energy geatmet, das ist die Frau Dr. Mrescher, oder die atmet nach wie vor. Und die Frau Dr. Mrescher war damals Wissenschaftsjournalistin, mittlerweile in Rente. Aber im April 2020, bevor das ganze Theater hier anfing, habe ich noch ein tolles Referenzschreiben von ihr bekommen, dass also ihr Hautbild für sie und ihre Familie kaum nachvollziehbar halten blieb. Und wir merken es auch bei Menschen, die aus irgendeiner anderen Situation zu uns kommen. Wenn die ganz blass im Gesicht sind und dann atmen die, dann sieht man auf einmal, wow, da ist ja wieder Leben im wahrsten Sinne des Wortes ins Gesicht, im Gesicht. Also wir haben da allerlei Veröffentlichungen zu oder Fachliteratur, sagen wir es mal so, zum Entgiftungsthema, aber das ist mal so das Grobe, was ich jetzt formuliert habe. Ja, super. Ja. Also, da gibt es ja auch so ein bisschen, also in vielen Richtungen, sage ich mal, jetzt beispielsweise auch Ernährung oder Physiologie, gibt es ja immer die Aussage, wir sind ja eigentlich noch im Steinzeitmodus unterwegs. Und wenn man sich jetzt mal überlegt, was damals, also man muss ja alleine nur mal zwei Generationen zurückdenken, was die für eine Nahrung hatten. Die hatten eigentlich alle wie Demeter-Standard, sage ich mal, ne? Was heute als Ausnahme gekennzeichnet werden muss, war ja damals normal. Und ne, eigentlich mu muss man das ganze Ding umdrehen, sage ich mal, um das überhaupt noch wieder klar zu kriegen, in was für Situationen wir uns befinden. Ja. Man müsste eigentlich sagen, okay, das ist die normale Nahrung, das ist die mit den Pestiziden und sonst was Ja. belastet. Und wenn man sich das mal so überlegt, ja, wie der Mensch eigentlich gelebt hat, dass er dann auch am Tag so seine wahrscheinlich so 20 Kilometer gelaufen ist und dann in einer ziemlich reinen Natur, natürlich gab es auch von Vulkanen und was der Geier was, irgendwelche Belastungen und so, Ja. ne? Und natürlich auch Parasiten und Bakterien, klar. Aber die Lungen zum Beispiel, ne, konnten relativ gut und einfach, also durchatmen, würde ich mal behaupten. Vor allen Dingen, wenn man dann da 24 Stunden sich im Wald aufgehalten hat. Denn dafür sind die ja eigentlich wohl gemacht, ne? Dass man also vor allen Dingen in so einer Waldumgebung, sage ich mal, ein- und ausatmen. Das merkt ja jeder Mensch, der mal in den Wald geht und Waldspaziergang macht. Wenn er sich jetzt nicht die ganze Zeit neben den Glyphosat besprühten Holzstapeln aufhält, sondern auch mal so weiter im Wald rumläuft. Ja, dass eben eine sehr, sehr befreiende und regulierende Wirkung auf ihn hat. Ne? Und erdend auch entladend, ne? Und erdend. Und es hat ja auch irgendwie was Aufrichtendes natürlich. Und ja, vielleicht kannst du noch mal sowas dazu sagen, was für den modernen Menschen, der ja hauptsächlich dann in seiner Bude sitzt, meistens in dieser sitzenden Tätigkeit, was denn da so, ja, jetzt sage ich mal, so eine Behandlung, die eingestellt ist, standardmäßig auf 21 Minuten, was das denn für den bringt? Oder was ist der Benefit? Was macht das in diesen 21 Minuten? Also letztendlich Leben schenken, beginnend auf zellulärer Ebene natürlich. Und du sagst es schon ganz richtig. Also viele Menschen sitzen 80, 90% ihrer Lebenszeit, verbringen die in geschlossenen Räumen. Dass wir da keine Photosynthese haben, das ist schon mal sonnenklar. Auch die paar Raumpflanzen werden das im Prinzip nicht retten können. Und dann, so langsam, jetzt sind wir Ende April 2023, jetzt sieht man wieder die wunderbaren Pflanzen, die fangen an zu leben.
und so weiter. Das heißt, in ein paar Tagen oder ein paar Wochen haben wir dann überhaupt wieder Photosynthese, was ja im Winter, wie wir alle wissen, in einem hoch eingeschränkten Maße nur stattfinden kann. Das heißt, wir empfehlen natürlich den Menschen, die nicht die Gelegenheit haben, jeden Tag in den Wald zu gehen und das Fenster aufzumachen und wunderbare Luft da empfangen zu können, dass die ihre Atmung ergänzen, sozusagen. Also das ist keine Nahrungsergänzung in dem Sinne, sondern eine Schön. Ergänzung. So, und da sagen wir mal mindestens 100 Liter pro Tag. Da sind wir überhaupt mal in der Zahlendimension. Wer weiß schon, dass wir am Tag über 10.000 Liter einatmen. 12, 15, 18.000 Liter, wenn wir dann im Marathonbereich sind. Das ist übrigens etwas, was schulmedizinisch überhaupt nicht berücksichtigt wird. Habe mit einigen tausend Ärzten gesprochen. Da heißt es manchmal ja keine Ahnung, wie viel das ist. 80, 100, 120 Liter pro Tag. Das heißt, da müssen wir uns selber auch ein bisschen drum kümmern, denn da fühlt sich kein Arzt wirklich für verantwortlich. Da können wir uns nur selber verantwortlich fühlen. Ja, du fragst, was es gibt es für Ergebnisse. Das können wir so pauschal oder wollen wir eigentlich auch gar nicht pauschal sagen, weil wir haben mit 8-Jährigen zu tun, wir haben mit 80-Jährigen zu tun. Die älteste Kundin war 104 Jahre alt. Und das ist völlig unterschiedlich, genauso unterschiedlich, wie wir Menschen sind. Wie ernähren sich die Menschen? Sind die bewusst? Sind die sehr kopflastig, sind die wo auch immer, alles Mögliche. Also wir haben Phänomene von A bis Z erlebt, muss man ganz klar sagen. Vielleicht ein paar exotische Geschichten. AMD ist die altersbedingte Makuladegeneration. Da sind, ich glaube, 5% der Bundesbürger über den 65. Lebensjahr von betroffen. Das ist also eine Augenerkrankung, die nach und nach kleine Pünktchen, also das sind wie Pickelstörungen sozusagen. Und da sagt man, dass es die Degeneration sei nicht zu stoppen. Von Regeneration schon gar nicht. Aber das Phänomen in unserer Kundschaft ist, dass wir da einigen haben, die nicht nur die Degeneration stoppen konnten, sondern auch Regeneration einleiten konnten. Das merken die, indem die auf einmal eine schwächere Brille brauchen und so weiter. Aber das geben wir niemals vor und sagen, das wird auf jeden Fall passieren, sondern das sind Phänomene. Aber in 30, in 23 Jahren sind es doch schon allerlei Phänomene. Wenn man das in etwa nachvollziehen möchte, ist das Herz ist der stärkste Sauerstoffverbraucher. Dann kommt das Hirn und dann kommen die Augen. Warum die Augen? Wir sprachen eben über die freien Radikale. Unsere Augen sind ständig der Feuchtigkeit ausgesetzt und Wasser und Sauerstoff reagieren nun mal miteinander. Das heißt, die oxidative Kapazität oder der körpereigene Schutz, Rostschutz, der muss bei den Augen ganz besonders groß sein. So, und offensichtlich scheint Energy auch die Viskosität des Blutes zu optimieren, beziehungsweise die körpereigene Leistung schafft das, weil Energy kann eigentlich gar nichts. Die kann eigentlich nur wie eine Batterie sozusagen dem Körper die Energie geben und der Körper sagt, okay, jetzt mache ich erst das und das und das. Also das Phänomen ist da. Somit, wenn du noch länger Regen oder Energy atmest, kann es auch sein, dass du vielleicht irgendwann mit deinen Augen was merkst. Denn das hatten wir zwei, dreimal, da kamen die Menschen auf uns zu nach Monaten und sagten, was ist denn mit meinen Augen los? Haben wir gedacht, unsere liebe Zeit, was haben wir denn da jetzt gemacht? Und was stellten wir fest? Dass er beim Augenarzt war und auf einmal die Brille zu stark wurde und er so und so viel Dioptrien oder ein halbes Dioptrien oder ein Dioptrien, ich weiß es nicht mehr, weniger braucht. Also von da ist es ein ganzheitlicher Ansatz. Wir können es oft selber nicht nachvollziehen, ob das mit Energy in Zusammenhang gebracht werden kann. Aber dann sagen die Menschen, die es anwenden, ich habe aber nichts anderes gemacht als sonst. Also von daher, wir haben Messungen im Laktatbereich schon vor 20 Jahren vom Also das wollte ich gerade sagen, das habe ich als erstes gemerkt, dass ich, wenn ich trainiert habe, so ein bisschen fitnessmäßig was gemacht habe, Genau. normalerweise bin ich ziemlich schnell dann immer so in dieser Übersäuerungsschiene drin. Und das ist mir als erstes aufgefallen, seitdem ich das täglich mehrfach gemacht habe mit dem Teil, ist das weg. Habe ich nicht mehr. Ja, also wir hören von dir. Abgefahren. Echt Ja. abgefahren. Also wirklich. Auch beim Ja. Training selber habe ich das nicht mehr. Genau. Also das hat heute ist er Professor, damals Dr. Elmar Wienicke aus Halle, Westfalen. Der hat die ersten Laktatmessungen gemacht und die waren so überraschend. Wir haben das auch damals veröffentlichen lassen. Aber wir sind an die unterste Toleranz rangegangen, weil das hätte uns keiner geglaubt. Und Ja, geil.
Mittlerweile haben wir Messungen, die damals, was der Elmar Wienicke noch gemacht hat, die sind Ja. noch getoppt worden, weil als wir das dann veröffentlichten, hat dann der Ex-Laktatexperte, und da gibt es jede Menge von, hat angerufen, ja, dieser Versuchsaufbau, der war falsch, dieser Versuch. Im Rheinland sagt man, ja, wie mit Mäd, man mädet immer verkehrt. Nee. Das heißt, man kann es den Menschen nicht immer recht machen, aber mir ist es auch ehrlich gesagt egal, ob es jetzt minus so und so viel ist oder so und so viel. Bei dir ist es so und so viel, bei mir so und so viel, beim anderen so und so viel. Aber es ist ein Phänomen. Also die Sportler, die es anwenden, die machen es auch überwiegend gar nicht, um die Leistung aufzubauen, in dem Sinne. Das heißt, dass wir aus 100 PS 110 PS machen. Das ist nicht so. Aber die 100 PS, die stehen einfach länger zur Verfügung. Und das ist das Entscheidende. Das heißt, im Marathonbereich, da haben wir allerlei, oder im Triathlon. Joey Kelly hat damals schon vor 15 Jahren Energy genutzt. Der war Ultraman und ich weiß nicht, was alles. Dann gibt es den Herrn Bracht, wie heißt er denn nochmal? Der war auch 10, 12 Mal Ironman-Starter. Die hatten alle keine Probleme. Und das Wichtige ist, gerade in der Bundesliga oder die Biathleten, die haben 2, 3, 4 Einsätze pro Woche. Das heißt, Regeneration, Regeneration, Regeneration ist das A und O. Und da ist offensichtlich eine der Stärken von Energy. Aber da sprechen wir jetzt gerade die Sportler an, die topfit sind. Aber wir, ich sag mal, die normalen Menschen, wir müssen ja auch reparieren, regenerieren und regulieren vor allen Dingen. Also die drei R's in dem Sinne. Also das scheint alles durch Energy tangiert zu werden. Aber nicht, weil Energy so toll ist, sondern weil unser Körper so toll ist. Und wenn der die richtige Energie hat, dann kann der alles reparieren. Unsere Großeltern haben damals noch gesagt, sind wir auf die Schnüss gefallen, also auf den Mund gefallen in dem Sinne oder aufs Knie gefallen. Lass Luft zum Heilen dran. Die sind nicht hingegangen und haben das mit was weiß ich was allem eingewickelt und das noch drauf und das noch drauf. Eine Stunde in der Sonne gesessen sozusagen, da war das Knie in dem Sinne nicht geheilt, aber dann war es zumindest mal wieder verschlossen. Und ich glaube, was von außen oder wie außen, so innen. Und wenn wir die richtige Energie von innen haben, können im Prinzip allerlei Prozesse besser stattfinden. Da fällt mir gerade folgendes Buch ein, kleiner Buchtipp zwischendurch. Okay. Sieht man etwas schlecht vielleicht? Wasserfasten, Luft und Licht, die Geschichte der Naturheilkunde in Deutschland. Ja, und gerade die Licht-, Luft- und Wasserkur, das war ja vor 200 Jahren hier, war das ja der Beginn der ganzen alternativen Naturheilkunde, Medizin. Ja, also wo Menschen sich einfach im Grunde dann in Höhenlagen eben halt der Luft ausgesetzt haben, der Sonne ausgesetzt haben und eben halt dem Wasser ausgesetzt haben und da auch schon damals, ich sag mal, Wim Hof gemacht haben, sprich Kältetraining und Wasserkuren gemacht haben, Wasserbehandlungen aller Art gemacht haben. Und das sind ja auch die Gründe, warum ich hier in meinem Freirauminstitut eben mit Atmung arbeite, ganz viel mit Licht- und Infrarot-Ansätzen arbeite und eben halt auch mit Leuten eben in Rhein gehe und auch hier im Eisbad Kältetraining mache und solche Geschichten mache. So, und das ist genau der Background, den ich da auch so für mich drin gesehen habe. Und da finde ich das eine mega, mega geniale Ergänzung dazu. Und ich bin halt jemand, schmeiß mich immer zuerst ins Feuer bei allem, was ich hier empfehle. Das heißt, ich teste alles immer rauf und runter an mir selber zuerst. Ich mache auch da nicht irgendwelche Sachen, wo ich nicht das Gefühl habe, dass es was mir was gebracht hat, sage ich mal, weil es gibt genug auf dem Markt, was man jetzt irgendwie machen kann, auch Leuten empfehlen kann und da brauchst du nichts empfehlen, was nichts taugt, sage ich mal. Ne? Ja. Du hast es eben, das Buch kannte ich übrigens nicht. Wenn du mir den Titel vielleicht dann irgendwann mal nennen kannst oder sonst was, finde ich richtig spannend. Ich kannte die ganze Geschichte nicht, aber scheinbar ist irgendwie was kleben geblieben, denn wir haben, weil wir auch sehr international ausgerichtet sind, weil in Deutschland hat man nicht so viel das Bewusstsein zu der Thematik. Da sind asiatische Länder ganz anders, also offener. So oder so haben wir die Marke Law gegründet, LAW, also wie das Gesetz, aber wir sagen, das ist das Gesetz des Lebens oder das Gesetz der Energie. Law steht für Light, Air and Water, Licht, Luft und Wasser. Also das haben wir mehr oder weniger Geil. Super. gerade, genau, weil das ist eigentlich eine tolle Geschichte. Witzig jetzt. Denn War nicht Energy. abgesprochen, war nicht abgesprochen, Leute. Genau, ja, wir haben uns ja eigentlich auch gar nicht vorher gesprochen, bis auf die paar Minütchen mal. Ja, klasse.
Ja, also von daher freue ich mich natürlich, dass du auch auf Energy aufmerksam geworden bist und es getestet hast. Und ich habe nicht so viel mit dir darüber gesprochen, aber ich hörte, dass obwohl du ja all die Maßnahmen hast und die tolle Anlage oder Anlagen hinter dir stehen Ja, hast, ja, ja. bist ja sozusagen schon vorgetunt und scheinst aber dann doch auch eine subjektive Wahrnehmung gehabt zu haben. Sagtest mir eben im Vertrauen, dass du noch gar keine eigene HRV-Messung an dir gemacht hast, aber du hast deine subjektive Messung sozusagen gehabt, die ja vielleicht auch sehr relevant ist, denn wir wollen heute alles durch allerlei Parameter bestätigt bekommen. Aber ich frage den Menschen immer, ja, und wie geht's dir? Genau. Aber ja, mir geht's gut, aber die Werte stimmen ja nicht, wenn ich das immer höre. Also von daher, ja, mal überlegen, ob da nicht vielleicht das Gefühl noch wertvoller ist als der Wert, der dieses Gefühl in welche Richtung auch immer bringt. Exakt. Ich sage den Leuten das auch immer, die dann alle mit ihren Fitbit oder wie die heißen, Smartwatches da rumlaufen und wo man dann eine Messung macht und merkt, okay, die haben eine Hochfrequenzbelastung rund um die Uhr zum Teil am Leib. Und dann ist es ihnen wichtiger, da irgendeine Datenauswertung zu haben, aber werden rund um die Uhr mit irgendeinem Wi-Fi und Bluetooth vollgetackert. Das ist mir auch rational nicht so ganz erklärlich, muss ich sagen. Da denke ich mir, wie weit muss man denn eigentlich von sich selber wegkommen, um das A nicht zu merken und B dann dieses ständige Datenfeedback zu brauchen, um noch was mitzukriegen, ne? Also, das ist ja dann sehr, sehr interessant, wie der Mensch dann so gepolt ist. Aber wir haben. Oder entfremdet ist, sage ich mal, ne? Ja. Ja, Ja. das ist oft dann 2 Schritte vor und 5 Schritte zurück. Dann hat man In zwar der irgendwelche Tat. Parameter. Alleine bei uns ist die Tatsache, anfangs haben wir auch mit der Atemmaske, also als Applikator für um die Energie in den Körper zu kriegen. Aber der hatte mal eine Maske. Und alleine das Maskentragen, das kann man übrigens auch mal mit der HRV messen, das ist schon Stress für den Körper. Das heißt, wir haben gesagt, auf keinen Fall die Maske, denn dann atmen wir also als Applikator mit der Atemnasenbrille. Also ich empfinde das nicht mehr störend. Die Anfangszeit war ein bisschen nervig da, aber heute trägt man das, wie man wahrscheinlich auch nach 2, 3 Tagen eine Brille Stimmt. gewöhnt hat. Ich glaube, Genau. im ersten Mal denkt man, was ist denn das so? Fühlt sich so ein bisschen im ersten Moment ein bisschen strange an, aber dann, also wenn du das zweimal gemacht hast, dann ist es schon wie, ja, schon Genau. völlig normal. Merkt man eigentlich schon gar nicht mehr dann, ne? Im Prinzip, ja. Und es tut ja auch gut, man kriegt frische Luft, es kühlt so ein bisschen, wo man aufpassen muss, wenn man eine Atembrille neu aus der Verpackung nimmt sozusagen, dann hat die mal einen Eigengeruch. Das heißt, immer erst aufs Gerät setzen und dann entlüften lassen. Aber ich weiß nicht, ob du auch schon ausprobiert hast, es gibt ja das sogenannte Vitalisieren, das nennen wir unseren Prozess der Energieaufnahme, nennen wir Vitalisieren, aber die Kombination mit Aromatisieren. Ich weiß nicht, ob du das schon getan hast. Nee, ich habe den Aromatisierer da stehen, aber habe ich bis jetzt noch nicht gemacht. Genau, also das ist im Prinzip einfach nur als Bypass setzt man das zwischen dem Gerät und der Atembrille und somit ist auch dafür gesorgt, dass die Atembrille einen neutralen Geruch hat. Und die auf Weihrauch-Essenzen stehen sozusagen oder auf chinesisches Heilpflanzenöl oder was auch immer. Also das kann man dann im Prinzip wunderbar kombinieren in der gleichen Zeit. Das Schöne ist ja sowieso, man muss die Arbeit nicht unbedingt unterbrechen, sonst kannst du am Bett Genau. was machen oder mit Ergometer oder was auch immer. Also das ist auch noch das Schöne, dass man da nicht irgendwie was für unterbrechen muss. Denn all die Maßnahmen, ich glaube, die du machst und wir auch bei Energy, die kosten ja irgendwann Zeit. Ja, Aber wir klar. müssen noch ein bisschen unseren Job machen und alles Mögliche. Da kann man ja schon gar nicht mehr hingehen und sich all Ja, diese ja, ja. ganzen Also Maßnahmen wenn ich Zeit. die Anlage hier im Hintergrund anschmeiße, dann muss ich alles andere ausstellen, weil dann fliegt die Sicherung. Ich hätte gesagt, nein, der Computer geht aus, Telefon fällt aus, da kannst du nichts anderes beimachen. Okay. Okay, mit Energy geht das, glaube ich, schon. Wir brauchen da irgendwie 1200 Milliampere. Also ich würde es mal in Kombination machen. Wir haben anfangs natürlich viel mit den Magnetfeld-Leuten zusammengearbeitet. Der Professor Jung, der kommt ja auch aus der Ja, stimmt, ja. Magnetfeld-Welt sozusagen. Aber er hatte sich dann damals für Energy entschieden und hat uns dann 10 Jahre im wissenschaftlichen Beirat begleitet. Aber Magnetfeld in Kombination mit Energy macht Sinn. Aber genauso während des Trainings auf dem Hype-Trainer Ja, oder auf genau, der die Sportler, Massageliege. Und, und. Also man muss nicht unbedingt extra Zeit dafür nehmen. die Sportler trainieren damit auch, habe ich gesehen. Ja. Ja. Und regenerieren vor allen Dingen. Also es wurde auch in der Formel 1 eingesetzt. Wir dürfen auch ein paar Namen nennen. Rubens Barrichello, das war der Brasilianer.
Das ist der Formel-1-Fahrer mit den meisten Renneinsätzen aller Zeiten. Und wo der damals dann noch auf die 40 zuging, war das besonders interessant für ihn. Oder auch Jenson Button, die deutschen Biathleten. Wir haben übrigens eben kurz über Magdalena Neuner sprechen dürfen. Also die hat es auch eingesetzt. Da gibt es auch ein ganz schönes Video von ihr dazu und so weiter. Also das sind ja alles Sportler, die auf höchstem Niveau auch therapeutisch begleitet wurden. Gab ja auch eine bekanntere Schwimmerin, ich weiß, ob du den Namen jetzt sagen darfst. Ja, das ist über 20 Jahre her. Das war damals in den Gründerzeiten, die Franziska von Almsick. Die nutzte das seinerzeit auch. Aber sie war dann mehr oder weniger schon in der Moderatorenlaufbahn angekommen. Aber seinerzeit der Frank Ulrich, der war Bundestrainer Biathlon, und der Frank Luck. Der Frank Luck war damals einer der erfolgreichsten Biathleten und er hatte Augenprobleme. Und das war übrigens auch einer, mit dem die haben. Da ist bei mir ausschließlich nur bei ihm, also nicht, dass wir es generell unterstellen, aber bei ihm war dann auch im Augenblick Thema, Spannendes und so weiter. Ja, klar. Um Health Claim konform zu sein, ja, das sind natürlich alles Zufälle und Einzelfälle und das ist nicht wissenschaftlich validiert. Ja, also da Ja, muss man dann. Atemluft ist ja sowieso eine Verschwörungstheorie. Ja, genau. Und Der das auch noch, Oberspruch. das, wenn man das noch oben drauf packt, dann ist sowieso alles safe. Ja, genau. Ja, Ja. das ist ja wirklich interessant, wenn man sich das überlegt, ne, was so vor, ich sag mal, vor 200 plus Jahren zum Teil schon alles möglich war. Oder auch Anfang des letzten Jahrhunderts, alleine die 500.000 Hochfrequenzapparate in Deutschland und so, was damals alles schon gemacht wurde, und wie das dann auf einmal alles weggegangen ist und im Untergrund verschwunden ist oder ganz verschwunden ist. Und wenn man dann mal so guckt, irgendwie, wo wir heute stehen, da hat man manchmal das Gefühl, wir haben uns gar nicht unbedingt weiterentwickelt, sondern eher irgendwie rückentwickelt, also rein so vom ganzheitlichen Bewusstsein für den Menschen, das menschliche Sein. Und ja, man sieht das ja auch aktuell, da wird immer mehr in so eine Technisierung wird da so hingearbeitet, so im Sinne von, musst dir noch ein paar Chips verbauen lassen und so, damit du dich dann optimierst. Und ich bin ein großer Freund davon, wenn Sachen also wirklich non-invasiv ja, auf den menschlichen Organismus ermächtigend funktionieren und ihn einfach in der Natürlichkeit und der natürlichen Funktion stärken. Ja, das hat mich immer sehr stark, weil ich ja auch ein Medizinopfer bin, hätte ich beinahe gesagt. Also auf vielerlei Hinsicht, in vielerlei Hinsicht habe ich da also diverse Folgeschäden von einem blinden Vertrauen, ja, was anfangs auch meine Eltern hatten, später ich selber, bis man dann aus so einem System dann rauskommt, das dauert und es sind häufig auch einige schmerzhafte Erfahrungen dafür notwendig, die man da haben muss. Und das war für mich auch ein langer Prozess so, und das zu erkennen, dass man wirklich selber verantwortlich ist für seine Gesundheit, sein Wohlbefinden und auch seinen Energiehaushalt. Und dass, wenn das eben nicht so passt und nicht so ist, wie man sich das gerne wünscht oder vorstellt, dass man dann auch in der Verantwortung ist, etwas wiederum zu verändern, ja, dass das wieder zurückkommt. Also die Menschen denken auch immer, es muss immer irgendwer anders machen für sie. Also dann geben die das an den Arzt, aber an Therapeuten ab. Ja, und ich denke, klar brauchen wir natürlich auch für gewisse Sachen die moderne Medizin und alles und können sehr dankbar sein, dass wir die haben. Also für gewisse Prozesse, ja, wenn es, was weiß ich, auch einen Bruch hast oder sonst was, ne, kannst du, Logisch, genau. ja, froh sein, dass wir dann so eine gute Notfallmedizin haben, wie wir sie auch haben. Aber gerade in der heutigen Zeit gibt es ja sehr viele Dinge, die kann man dann auf der Ebene gar nicht erklären. Ja, die wissen auch keine Antwort darauf auf viele Themen. Auch diese ganzen Erschöpfungszustände und so weiter, alles, was es da so gibt heutzutage, habe ich ja auch lange drunter gelitten. Und das muss ich sagen, das habe ich dann gerade eben durch all diese Dinge im Bereich der Selbstermächtigung, die ich so für mich gemacht habe, sowohl im Bereich Vitalstoffe, Ernährung, Umstellung, Entgiftung, Detox, Atemtechniken und so weiter, all diese ganzen Sachen oder Frequenzbehandlung, habe ich das dann ja auch für mich selber hinbekommen. Ich war zeitweise gar nicht mehr arbeitsfähig, teilweise jahrelang, und habe dann einen langen Leidensweg auch hinter mir. Und
Ja, ich bin eigentlich so ein bisschen das lebende Beispiel, würde ich behaupten, dafür, dass es möglich ist. Ja, bin dann irgendwann ins andere Extrem wieder rübergeschlagen. Ja, dann habe ich irgendwie 360 Tage, hätte ich beinahe gesagt, mehrere Jahre am Stück durchgearbeitet immer wieder, ja, und hatte kaum noch frei. Und das, man muss es dann wirklich, man muss einfach gucken, dass man für sich einen gesunden Mittelweg auch findet. So, und diese Sachen können ja auch dann wieder dazu dienen, dass man Missbrauch betreibt an sich selber, dass man, ja, weiß nicht, Robbie Williams war es, glaube ich, oder ne, zig Espresso am Tag oder andere Leute saufen 20 Red Bull oder so. Das kann ja auch alles immer benutzt werden, um weiter in eine ungesunde Richtung zu laufen. Genau, das ist vielleicht nochmal wichtig, wenn man über das Thema Selbstermächtigung spricht, den Leuten auch klarzumachen, ja, oftmals muss es auch irgendwie eine generelle Umstellung mental sein, wie ich in der Welt mich befinde, ne? Und es hat viel auch mit einer mangelnden Einfühlung zu tun. Hast du denn das Gefühl, dass sich, sage ich mal, so das auch auf der Ebene, sage ich mal, Bewusstsein, Einfühlung, Selbsteinfühlung, Selbstwahrnehmung, Achtsamkeit, dass sich da auch in der Richtung was verändert bei Menschen, wenn die das länger machen? Ja, ich hatte eben gesagt, Herz ist der stärkste Sauerstoffverbrauch, und dann kommt das Hirn, und dann kommen die Augen. Ja. Den Dr. Alberto Ducke, der war vor 3, 4 Jahren bei dem einen oder anderen deutschen TV-Internet-Kanal. So, und da gab es eine Sendung, die heißt, glaube ich, Atmen öffnet das Fenster der Seele. Der Alberto Ducke, der kommt aus Südamerika, aus Kolumbien, hat in Deutschland studiert, hat mit seinem Bruder über 2000 südamerikanische naturheilkundliche Therapeuten ausgebildet, ist mittlerweile, ich glaube, 77 oder 78 ist er, ist immer noch mit Vollgas dabei, sozusagen. Und also die Formulierung kam von ihm. Ich glaube auch, dass es irgendwie eine gewisse Anbindung unterstützt. Ich möchte da nicht so weit mich aus dem Fenster hängen, glaube aber ja. Und nach einer gewissen Anwendungszeit von mehreren Wochen hören wir immer von unseren Anwendern, dass da ein Wohlbefinden einkehrt, und irgendwie könne man mit Stress anders umgehen. Auch ist eine Gelassenheit kehrt ein, so hat es der Professor Jung definiert. Also um das zu beantworten, ganz klar ja. Ich glaube nicht, dass der Körper, nicht nur, dass der Körper, sondern auch der Geist davon partizipiert, irgendwie gelassener mit den Themen umgeht. Die Herzfrequenz wird, du weißt, dass wir mit der HRV auch arbeiten. Das ist eigentlich ein Messparameter, wo wir bei 9 von 10 Anwendern immer irgendwie was sehen. Also die Herzfrequenz geht in der Regel um 5 bis 10% runter. Wenn sie dann auch zu hoch ist, also eine Ökonomisierung des Stoffwechsels findet statt, was ja auch schon mal eine gewisse Gelassenheit hat. Und wenn wir den Parasympathikus beobachten bei den Gestressten und so weiter, dann ist das ja sowieso längst beantwortet, die Frage. Genau, ja. Also von daher glauben wir, es ist ein ganzheitlicher Ansatz, und es gibt wirklich viele Phänomene, nur die kann man wirklich kaum erzählen, das Ist glaubt klar, ist man. klar. Deswegen sagen wir, probieren geht über studieren. Du weißt, wir haben jede Menge Studien machen lassen. Das wurde aber da nicht wirklich akzeptiert. Wenn wir eine mit 30 Mann gemacht haben, haben die gesagt, okay, jetzt brauchen wir eine mit 3000 Mann und so weiter. Aber wir als kleines mittelständisches Unternehmen können das nicht. Deswegen haben wir damals die HRV überhaupt als Messparameter genommen. Dafür bekamen wir damals auch die Medizinproduktezulassung. Über die Jahre haben wir die gehabt. Aber dann war die HRV, weil es wiederum kein Medizinprodukt ist, nicht mehr angemessen genug, um ein Medizinprodukt mit einem Nicht-Medizinprodukt zu deklarieren, wenn du verstehst, was ich damit sagen will. Das heißt, die haben gesagt, okay, ihr müsst jetzt andere Messparameter haben. Und dann wären uns nur die schulmedizinischen geblieben. Die bringen uns nicht wirklich was, die bringen anderen was, aber uns mit dem feinen Energie, mit dem wir arbeiten, bringt nichts. Deswegen haben wir 2017, glaube ich, war es, entschieden, dass wir raus aus der Medizin gehen und rein in die Physik. Und somit haben wir gesagt, Energy ist kein Medizinprodukt mehr in dem Sinne, sondern es ist eine Brücke zwischen einer Klimaanlage und einer Heizung. So, und wenn ihr möchtet, dass wir dass wir die Studien nacharbeiten, die wir ja längst hatten, aber leider nur eine Zweckbestimmung. Das heißt, wir können die HRV zwar beeinflussen, aber wer weiß da was mit anzufangen? Dass das die oberste Steuer- und Regelzentrale ist von uns Menschen, das weiß ja keiner. Das heißt, wenn wir dann gesagt haben, es hilft auch bei COPD, haben wir eine Abmahnung bekommen und so weiter.
sondern ist uns irgendwann das Licht aufgegangen im wahrsten Sinne des Wortes, dass wir gesagt haben, es ist eine Brücke zwischen Klima und Heizung. Und wenn ihr das von uns erwartet, dann sorgt erstmal danach, die schon seit 50 oder 100 Jahren die Heizungen bauen oder die Klimaanlagen bauen, dass die die Studien vorlegen. Und somit sind wir jetzt kein Medizinprodukt mehr, sondern Lifestyle-Produkt, hat aber auch viele andere Vorteile, um es dann irgendwie auch intensiver in den Markt bringen zu können. Lange, lange, lange Geschichte. In 23 Jahren ist viel passiert. Von daher kann ich auch mit einer gewissen Gelassenheit sagen, dass aus irgendeinem Grund welche Strukturen auch immer nicht wirklich daran interessiert sind, dass wir wissen, was wir mit der Atmung nicht nur mechanisch erreichen können. Da bist du Experte, da kennt ihr euch noch mal besser aus. Und wir wissen, dass nicht nur der Reinheitsgehalt entscheidend ist. Alle sprechen von sauberer Luft. So, ich sage aber vor 50 Jahren, du sprachst eben an, haben wir Kartoffeln gegessen. Und ich sage mal, eine Kartoffel hatte damals, ich spreche jetzt in PS, die hatte 5 PS und heute hat so eine Kartoffel noch 1 PS. So, und das ist ja aber egal, dann würde ich lieber eine Kartoffel mit 5 PS, wenn sie noch schmutzig ist, schön Leimboden oder sonst was dran, die würde ich mit essen, als dann so eine reine gestylte Kartoffel, wo aber nichts mehr drin ist. So, Exakt. deswegen die Brücke zur Luft, lieber ein bisschen Schmutz in der Luft, in Anführungszeichen, was ja Blüten sind und so weiter. Aber energiereiche Luft und nicht leere Luft im Prinzip. Also Genau. wir sprechen auch über lebendige Luft, das ist auch eine kleine Website von uns, lebendigeluft.de, das ist irgendwie was, was die Menschen verstanden haben. Ja, Also es was ist an Dampf drin und nicht, wie sieht es aus? können wir vielleicht mal eine Brücke schlagen, weil die Menschen reden ja ganz viel über hexagonales, lebendiges Wasser, was Pollock ja EZ-Wasser nannte. Ja, Fourth Phase of Water oder Grenzzonenwasser. Vielleicht kannst du da, das spielt ja bei euch auch eine Rolle in dem System. Also warum lebendige Luft ja mindestens genauso entscheidend ist, wenn nicht sogar vielleicht entscheidender, wie lebendiges Wasser und was lebendiges Wasser mit der lebendigen Luft zu tun hat, kannst du ja vielleicht auch noch mal erläutern. Genau. So erstmal, wir denken alle, wir müssen das richtige Wasser trinken. Gar keine Frage, brauchen wir auch. Damit fängt die Gesundheit an. Vielleicht aber erst in zweiter Stelle. Denn wenn wir mal das Mengenverhältnis überhaupt sehen, wir sprechen über 2, 3, 4 Liter Wasser am Tag. Das ist schon mal viel, wenn wir das. So, wir sind aber bei 10, 12.000 Liter, wo 2.000 bis 3.000 Liter Sauerstoffanteil drin sind. So, allerdings atmen wir, wie ich eingangs sagte, von den 2.000 bis 3.000 Liter Sauerstoffanteil in der atmosphärischen Luft 75% unverwertet wieder aus. Das macht also schon mal die Menge deutlich. Deutlich macht es aber auch, wir können mal 2, 3, 4, 5 Tage, vielleicht auch mal eine Woche oder 10 Tage nichts trinken. Überleben wir eigentlich ohne große Probleme. Und wir können auch ein paar Wochen nichts essen. Das überleben wir auch unter gewissen Bedingungen. Das möchte ich keinen zu anregen, natürlich nicht. Aber Apnoetaucher, die schaffen es schon mal 10, 11 Minuten nicht zu atmen. Aber wir normalen Menschen, die da nicht so trainiert sind, sind nach 2, 3 Minuten, 4, 5 Minuten, dann sterben die ersten Gehirnzellen. Stig Severinsen, dieser Weltrekordhalter, mit dem ich auch mal trainiert habe, da, der hat ja da auch, ich glaube, fast eine halbe Stunde hat er irgendwie mit Haien, ne, im Becken, irgendwie, also über 20 Minuten auf jeden Fall, ne? Genau. Also ich hatte das Glück, 2006 in Pisa sein zu dürfen, in Italien, in Pisa. Das war damals die führende Nation der Apnoe-Taucher. Das waren die meisten Weltmeister, kamen aus Italien sozusagen. Und da gibt es den Dr. Luigi Manlio, das ist der Tauchpapst, in Anführungszeichen, also Taucharzt. Er arbeitete damals auch für alle Versicherungen. Und dann sind wir da gewesen, hatten unsere Energy-Geräte dabei. Und dann haben die bei allen eine Messung gemacht und alle hatten nach einer Anwendung 10% weniger Herzfrequenz. Und das wollten die alle nicht glauben, weil deren Leistung ist, die Herzfrequenz runterzufahren. Und dann haben wir das Ganze 2006 in Deutschland wiederholt. Dann sind bei der Sportschule Hennef die ganzen oder 4 oder 5 von den Weltmeistern da gewesen. Dann haben wir eine Live-Messung gemacht. Da waren ein paar Kamerateams dabei und so weiter. Die haben es wirklich gezeigt. Also selbst beim Apnoe-Taucher ist da ein extremer Vorteil gegeben, weil der Stoffwechsel wird ökonomisiert in irgendeiner Form. Also das ist schon ziemlich breit. Und wie lange die dann länger die Luft anhalten konnten, das haben wir dann im Prinzip nicht gemessen. Das haben die dann in Folge getan. Aber du siehst auch da die Breite. Wenn das System ökonomischer funktioniert, dann hat auch ein Apnoe-Taucher
was davon, genau. Abgesehen davon ist das ja nicht die gesündeste Sportart, muss man ganz klar sagen, mit den Luftsituationen, die man atmet. Und genauso wie beim Maskentragen, also nach der Tauchmaske, sollte man eigentlich auch mal locker 20 Minuten regenerieren mit Energy, damit der Stress aus dem Körper wieder rauskommt. Ja. Ja, jetzt nochmal zu eurem Wasser. Was genau passiert da im Gerät? Ach so, ja. Ja, also der Professor Jung, den ich ja mehrfach schon zitiert habe, der hat damals aus Energy eine Drei-Säulen-Therapie im Prinzip gemacht. Atmen, trinken und strömen. Das Strömen, das ist ein Thema, wo wir vielleicht später mal drüber sprechen mit unseren Lichtgeräten. Das ist eine Weiterentwicklung oder ein Zufallsprodukt in Anführungszeichen. Aber das Wasser, das scheint die Energie anzunehmen. Und das dürfen wir auch heute oder seit 20 Jahren beweisen, denn früher kannte man noch den Professor Fritz Albert Popp. Ich weiß nicht, ob er dir was sagt. Biophoton Pop. Biophoton, ganz genau. So, jetzt sind wir auch gleich bei dem hexagonalen Wasser, weil damals war alles Biophoton, einfach ist alles hexagonales Wasser. Ich will das nicht als Modebegriff Ja. deklarieren, aber das geht doch schon sehr in die Richtung. Aber der Gérard Pollack, der hat ja den vierten Aggregatzustand des Wassers gefunden, der irgendwie eine ganz besondere Kommunikation hat letztendlich. Lassen wir es einfach mal so sehen. Und das ist also nachgewiesen, dass Energy diese Strukturen auch hervorruft. Da spricht man von dem Iset-Wort, von hexagonalem Wasser. Also ja, wir atmen es offensichtlich ein, dass die hexagonalen Wassermoleküle oder die sind so strukturiert. Ich bin, wie gesagt, kein Wissenschaftler. Ich habe das so am Rande mitbekommen. Ist natürlich wichtig, was wir trinken, aber kaum einer weiß, dass wir 150 bis 200 Milliliter am Tag über die Atmung trinken. Ebenso. Und das ist das halt, wo Energy irgendwo mit einspielt sozusagen. Das heißt, wir glauben, das Wasser, was wir einatmen, nachdem es im Energy-Gerät aktiviert wurde, scheint irgendwie verträglicher zu sein. Ob es jetzt hexagonal ist, ob es im Iset-Bereich ist oder was auch immer es ist, wichtig ist, dass es gut tut. Ja. Ja, du kannst auch, man kann das Wasser ja hinterher auch trinken nach der Behandlung dann noch. Ganz genau, das wäre dann die dritte Säule. Einmal das Atmen, das Trinken. Das ist auch wissenschaftlich definiert. Das ist die sogenannte Gastrovitalisierung oder damals Gastrovitaltherapie. Die Spirovital ist das Atmen, Gastrovital ist das Trinken, weil bei jedem Energy-Gerät ist eine Wasserflasche installiert sozusagen, die wir Genau. einfach brauchen, um die relative Luftfeuchtigkeit zu erhöhen, denn wir wissen heute, dass es nicht der Sauerstoff ausschließlich ist, sondern wir geben eine Information in den Körper über Wasser, über Sauerstoff und all die Peripherie der Atmosphäre. Ja, super. Genau, ja. Vielleicht darf ich mal einmal den Professor Jung noch zitieren. Der hat damals aus unserer Sicht was ziemlich Kluges gesagt. Willst du den Fisch im Aquarium therapieren, heile zunächst das Wasser. Und das müssen wir Menschen verstehen. Wir sparen eben 80, 90% sitzen wir in geschlossenen Räumlichkeiten. Ich weiß noch früher, als wir in der Schule waren, da waren wir mit 20, 30 Kindern in der Schule. Fenster durfte man nicht oder wurde selten aufgemacht. Und wir haben uns gewundert, was sowieso ein anderes Thema ist, um 8 Uhr die Schule anzufangen, das ist ein anderes Thema. Aber wenn wir da mit 20, 30 Kindern 3, 4 Stunden gesessen haben, dann hatten wir doch irgendwann keine Lust mehr und so weiter. Keine Lust, keine Luft mehr, kann man ja Keine schon Energie mehr. sagen. So, und genauso wie man da träge wird über die Wochen, über die Monate, wenn man so muffige Luft hat. Also wenn schlechte Luft krank macht, macht gute Luft gesund, um es auf den Punkt zu bringen. Scheint so zu sein. Genau. Ja, also ich habe ja früher ganz viel Raucheinwirkung mit Hypnose auch gemacht. Und da gab es ja dann auch schon Untersuchungen, wo Eltern dann Sturm gelaufen sind, weil man festgestellt hat, wenn die halbe Klasse dann in der Pause immer da ihre Zigaretten heimlich raucht oder erlaubt raucht und die dann hinterher wieder die 90 Minuten da zusammen alle sitzen, haben alle anderen, die Nichtraucher sind, nach einer gewissen Zeit Lungen. Phänomene, ja, wie als wenn sie selber Raucher wären, weil sie die anderen atmen diesen ganzen Müll dann die ganze Zeit aus in die Raumluft und alle anderen, die drin sitzen, müssen das dann einatmen. Ja, da hat man ja heute auch schon gewisse Thesen zum Thema Schädigung und so, was das möglicherweise auch noch alles macht auf dem Atemweg, das weiß man ja noch gar nicht. Ja. Also, da kannst du ja schon immer froh sein, wenn auf Entfernung einige Leute dann auch heute noch ihre Masken weitertragen. Da weißt du nämlich, da musst du Abstand halten. Genau. Ja. Ja, spannend, ja.
Also das Energy ist wirklich dann ein System für, auch wirklich für die heutige Zeit, sage ich mal, um seine Lungen wieder gut auf Vordermann zu bringen und ja, einfach mehr wirklich in die, ja, in die Kraft zu kommen, ja, kann man so sagen, ne? Auch bei den speziellen Herausforderungen der heutigen Zeit. Ja. Vor allen Dingen für die, die noch dann einige Stunden Maske getragen haben in den Ja. letzten Tag, in den letzten Jahren tagsüber. Also Ja. da muss man eine Gegenmaßnahme machen. Und wenn man dann nicht regelmäßig in den Wald geht, um den ganzen, entschuldige die Ausdrucksweise, aber den Siff wieder rauszukriegen, den wir so halt nicht rausgekommen haben, also da sollte man was tun. Da ist das Thema Entgiftung, glaube ich, im Moment das A und O. Das ist ja im Moment so ein Boom-Begriff. Aber die Menschen denken immer, man würde nur über Ja, Darm ist so. entgiften. Nein. Die Lunge ist das A und O. Das ist zwar nicht so Ergebnis, also ist optisch nicht, man merkt es einfach nicht, dass man entgiftet beim Atmen, es sei denn, man hat mal Schleim und wirft den Schleim aus oder so, dann sieht man ja schon mal, was ist das denn und so weiter. Aber das darf man nicht unterschätzen. Also ich möchte immer wieder einladen, die Broschüre vielleicht auch mal zu lesen, was hält uns am Leben? So, und das ist auch eine Art, eine Infobroschüre, die wir haben. Da lernen wir beispielsweise, dass der Wal 90% des Sauerstoffs verwertet, wir Menschen nur halt die paar Prozent. So, das heißt, irgendwo scheint da was möglich zu sein. Einfach mal in die Breite gehen, da sieht man auch, da lernt man auch, was Gähnen ausmacht, was Lachen ausmacht, nur ansatzweise, da kann man natürlich in die Tiefe gehen. Also Atemluft macht Spaß. Es ist nicht sichtbar, wir haben es alle nicht gepeilt. Für mich ist das ein Phänomen, wie die Menschheit so ignorant sein kann. Manchmal sage ich irgendwie, da wäre irgendwie so eine Gehirnwäsche stattgefunden oder so, dass uns das überhaupt nicht bewusst ist. Ob das den Ärzten ist oder wo auch immer, ich möchte es einfach anregen, weil das ist eine ganz tolle Geschichte. Vom ersten bis zum letzten Atemzug sollten wir da auch keine Pause machen, um uns überhaupt mal bewusst zu werden, was ist das denn? Und gerade in Deutschland, das ist das Land der Autofahrer oder der Weintrinker, da kann jeder eine Stunde über den Wein erzählen oder eine halbe Stunde über das Motoröl erzählen. Aber bei der Luft, ist da meistens die Luft dann auch schon raus. Ja. Ja, verrückt. Ja. Ja, also das finden wir in allen alten mystischen Traditionen sämtlicher Kulturen und Religionen auch. Die Aussage, dass der Atem eben die Brücke ist zwischen eben Körper, also dem grobstofflichen und der Seele, dem feinstofflichen. Und ja, da habe ich die Erfahrung gemacht, weil ich mache ja hier auch diese Ausbildung im Hypnagogenatmen, die startet wieder. Und da dürfen sich die Teilnehmer, die da jetzt dieses Jahr dran teilnehmen dürfen, schon drauf freuen. Die dürfen also jeden Tag hier vor den Atemsessions dann mal eine Runde Energy konsumieren. Und ich habe da schon also die Erfahrung gemacht, auch mit Leuten hier, wenn die das vorher machen, das hat nochmal für diese Sitzung dann selber einen ziemlich guten, befreienden, positiven Effekt, und dass diese ganzen Prozesse, deswegen hat mich das interessiert, wie du das jetzt so, was du dazu weißt, dass die tatsächlich nochmal durchaus auch schneller dann ablaufen und tiefer in den Prozess gehen. Aber trotzdem auch, mir ist es ja immer ein Anliegen, ich habe ja auch das holotrope Atmen gelernt nach Grof, wo man eben sehr stark in Sympathikus reingeht. Und das hier ist es so, dass man dann eben beim Hypnagogenatmen, dass man eher in diesem parasympathischen Feld bleibt. Und da habe ich das Gefühl, unterstützt es das wirklich optimal. Also das ist für mich so meine Quintessenz auch nochmal aus den letzten Wochen, denen ich hier auch in der Praxis damit gearbeitet habe. Also danke dir auf jeden Fall für deine Zeit. Danke dir für dieses tolle Interview. Ich pack meinen Link darunter hier von zu euch. Wer Interesse an dem ganzen Thema hat, kann mich auch direkt kontaktieren. Und wir werden ja sicherlich nochmal ein Follow-up machen zu euren weiteren Systemen, die ihr da so habt. Ihr habt ja verschiedene, vielleicht kannst du da noch einen Satz zu sagen, oder zwei auch. Ihr habt ja verschiedene Systemkategorien, und der kleine Atmos ist ja nicht nur eine Broschüre, sondern ist ja auch ein Gerät. Und vielleicht kannst du mal nochmal den Unterschied so erläutern zwischen dem Starter-Kit, sage ich mal, diesem kleinen Atmos und diesen größeren Geräten, was ich hier jetzt auf dem Schreibtisch habe, diesem Professional, was ja eher für therapeutische Praxen auch empfohlen wird. Genau, ja. Professional Plus heißt das Gerät. Das ist eigentlich unser Klassiker. Den verkaufen wir auch seit 20 Jahren zu 90%, wenn ich mal sagen. Aber es war halt immer die Herausforderung.
ein Gerät oder ein Vitalisator, so nennen wir das ja heute, zu konstruieren, zu konzeptionieren, den wir auch beim Verbraucher zu Hause hinstellen können. Denn das ist ja auch natürlich immer ein Preisthema. Die Profigeräte, ich habe es eben gesagt, die halten noch 20 Jahre, die können 24 Stunden im Dauerbetrieb laufen. Also von daher ist das eigentlich pro Einsatz verschwindend gering. Wir sprechen über Cent-Geschichten. Aber es sind halt auch viele Menschen, die haben nicht die Zeit, dreimal oder fünfmal die Woche dann in die Klinik zu gehen oder zum Arzt oder ins Wellness-Center, Fitnessstudio, wo überall unsere Gerätschaften stehen. Deswegen war es die große Herausforderung, ein Einsteigergerät zu bauen. Und das ist ganz konkret der Lidl Atmos, den du ja auch schon mal getestet hattest. Ja, das ist im Prinzip das, wo wir in etwa 40, 45 Minuten das in etwa erreichen, was du beim Arzt in 15 bis 20 Minuten erreichen kannst. Also ist alles eine Frage von Zeit und Geld unterm Strich. Und ich sage mal, je tiefer der Schmerz sitzt oder das Problem sitzt, je stärker muss es sein. Das ist so ein bisschen wie ein Drehmoment in einem Motor. Ich weiß nicht, ob dir dieser Parameter was sagt. Drehmoment, du hast einfach mehr Vortriebskraft. Und beim Lidl Atmos ist das so ein bisschen wie ein schwacher Motor. Wenn der schon mal einen Berg hochgeht, dann ist es ein bisschen schwierig, damit was zu erreichen. Aber über die Zeit funktioniert alles, dann trifft der Effekt einfach ein paar Tage später ein. So, wir haben heute über die HFV gesprochen. Wir können es fast immer subjektiv messen. Ob der Anwender das objektiv wahrnimmt, ist das andere Thema. Das heißt, da ist es auch schon so, je stärker das Gerät ist, je stärker nimmt er das wahr. Ich habe ja eins mit, ich bin also sozusagen ein Testfahrer, in Anführungszeichen, habe ich ein paar Stärkegeräte hier. Aber das macht alles keinen Sinn. Wir haben Gerätschaften mit 20 Aktivierungseinheiten gebaut. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben vier in den Top-Geräten drin, auch in deinem Professional Plus. Und das ist eigentlich perfekt. Dann haben wir diese Technik, ich sage mal, einmal in der E-Klasse eingebaut, einmal in einem Cabrio eingebaut, weil es einfach schöner aussieht. Glasklare Geräte, wo man die Technik sieht. Mittlerweile haben wir auch ein Gerät für auf Reisen. Das heißt, Therapeuten, die Hausbesuche noch machen oder wo auch immer, die haben dann so ein Gerät mit Akku betrieben. So, also das ist der Unterschied. Ich sage mal, für die Anwendung zu Hause ist der LA Plus optimal. Das ist jetzt das neueste Gerät. Das ist die Brücke zwischen dem Professional Plus und dem LA, aber nicht für gewerbliche Anwendung. Das heißt, gewerbliche Anwendung, das ist ja auch eine Dienstleistung, die viele Institutionen, Lifestyle, Wellness, Beauty, Fitness anbieten. Da sagen wir ganz klar das Professional Plus oder das Avantgarde. So, weil man da in kürzester Zeit das beste Ergebnis haben will. Und wenn wir auch mal über Kosten sprechen, ist das gar nicht so extrem. Dann sprechen wir irgendwie über 3 oder 4 € am Tag oder über 5 oder 6 oder 7 € für das Beste, was wir haben. Genau. Also von daher hoffe ich damit die Frage beantwortet zu haben. Eine Überdosierung ist nicht wirklich möglich. Ich sage immer einschleichend beginnen, wenn die Menschen starker Medikamentation ausgesetzt sind oder energetisch wirklich so low sind, dann sagen wir immer einschleichend beginnen, mal mit 3, 4, 5 Minuten und dann mal den Körper beobachten, weil wie gesagt, jeder Körper reagiert unterschiedlich. Genau. Genau. Es ist übrigens auch kein Doping. Wir haben eine Unbedenklichkeitserklärung von der Nationalen Anti-Doping-Agentur. Das war unseren Sportlern damals sehr, sehr wichtig, weil die den Vorteil der Regeneration hatten und vielleicht auch, dass die Leistung etwas länger zur Verfügung stand. Aber die hatten natürlich alle Angst, ob das Doping ist, denn vor 10, 15 Jahren wurden klassische Sauerstofftherapien auf die Verbindlist gestellt, sozusagen, und Energy halt nicht. Aber ich weiß, da ist auch eine Änderung gewesen. Bin jetzt ehrlich gesagt ja heute nicht mehr informiert, aber Energy können die nicht verbieten, genauso wie eine Heizung nicht verbieten oder eine Klimaanlage nicht verbieten, weil einfach nur Körper an eigene Leistung angeregt wird dann. Naja, mit Heizung nicht verbieten ist in der heutigen Zeit eine heikle Aussage, aber wir lassen das mal so stehen. Ja, genau, das ist aber, glaube ich, nur in Berlin ist da eine Ausnahme gewesen. Ich weiß nicht, ob man das international dann auch noch Ja, wirklich das stimmt. angenommen Da hat. hast du recht. Ich hoffe nicht, dass man das kopiert. Deutsches Phänomen. Ja, genau, da bin ich ganz gut auch in den Themen drin, Ja. aber lange nicht. Ja, okay. Und Ja. es gibt also keine, ich sag's mal, Kontraindikation im klassischen Sinne, kein Ausschlusskriterium, wo man sagen muss, das darfst du auf keinen Fall benutzen, wenn du. Punkt, Punkt, Punkt. Oder gibt es irgendwas? Wir sind in Deutschland, das weißt du, und hier ist die Gesetzgebung sehr hart. Also wir müssen ganz klar sagen, wenn meine Frau oder Babys und so weiter, würde ich das den Babys auch geben. Ich darf es aber nicht sagen. Also schwangere Frauen Okay. und all das Übliche, Sprechen Sie mit nein. dem Arzt oder Apotheker. Ganz genau. Oder die Eltern dürfen es natürlich auch entscheiden, ganz klar.
Wie gesagt, eine Überdosierung ist in dem Sinne nicht möglich, macht aber auch keinen Sinn. Wenn du jetzt morgen oder nächste Woche einen Marathon laufen möchtest, macht das keinen Sinn, jetzt untrainiert schon mal 10 Kilometer vorzulaufen, sondern da musst du vielleicht, wenn du bei null anfängst, Kilometer also aufbauen. Wir Menschen haben viel Mist gebaut mit unseren Körpern die letzten Jahrzehnte, weil wir es einfach nicht besser wussten. Und wenn da sowas ist, dann muss das ja nicht unbedingt immer innerhalb von 3 Tagen dann wieder weg sein. Da kann man dem Körper auch mal ein bisschen Zeit geben, weil wir arbeiten hier mit sehr feinen, sensiblen Energien. Und ja, das braucht einfach seine Zeit. Wenn man eine deutsche Eiche im Garten haben will, dann nützt das auch nichts, wenn ich jeden Tag davor stehe und ich weiß nicht, was alles drauf gibt. Das braucht einfach seine Zeit. Gut, Ding braucht Weile und probieren geht über Studieren. Die Erwartungshaltung einfach nicht zu hoch schrauben. Ich weiß nicht, der Jonas hat ja damals wahrscheinlich auch gesagt, jetzt erwarte nicht, dass innerhalb von 3 Tagen sich deine Welt ändert, obwohl sie hat sich relativ, Ja, was hat hat sich sich da. einiges geändert, doch, echt. Also. Genau, ja. Genau, aber das suggerieren wir nicht. Nee, klar. Bei vielen funktioniert es, aber manche, die so verkopft sind oder was auch immer. Ja, du brauchst, glaube ich, auch eine Rezeptivität dafür. Also, ja, eine gewisse Offenheit. Also ein Freund von mir, der Umweltmediziner ist, der hat mich ja wieder drauf auf euch drauf gebracht. Da habe ich dann gesagt, so, jetzt ist das dritte Mal, dass ich da jetzt drauf gestoßen wäre. Jetzt muss ich aber mal gucken. Und ja, und der hat mir das Gleiche auch gesagt. Er hat quasi auch beide Erfahrungen, ne? Und das gibt es ja bei anderen Phänomenen oder anderen Techniken aus dem feinstofflichen Bereich auch. Da gibt es dann eben die eine Fraktion, die ist da eben extrem offen und durchlässig und hat schon viele Sachen für sich gemacht und da geht das dann durch. Und die andere, die eben nichts merkt, selbst wenn sie auf einer Rüttelplatte steht, hätte ich beinahe gesagt, ne? So. Ja, das ist das Spannende, was wir jetzt in den letzten Wochen und Monaten feststellen durften in deinem und unserem gemeinsamen Umfeld. Da sind auch einige dabei, die schon sehr, sehr viel gemacht haben. Und dann kriegen die Energy dazu. Und da denke ich immer, hoffentlich geht das gut, weil wenn man schon alles Mögliche macht, dann fällt es natürlich nicht so auf, als wenn man mit Energy beispielsweise einsteigt. Die Menschen, die sonst, ich sag Ah mal, ja. nur medizinischen Themen kommen. Und wenn die dann zuerst an Energy, dann merken die, wow, was passiert denn da? Aber du beispielsweise auch, du bist ja erstmal fit wie ein Tonschuh, wenn ich das mal so sagen darf, und hast mittlerweile tolle Voraussetzungen, hast aber trotzdem die Wahrnehmung. Somit haben wir es auch beim Fabian Ries beispielsweise, der ist Atemtherapeut, der war völlig baff, der ist noch nicht mal 30 oder 31, der hat auch so tolle Erfahrungen Ja. gesammelt, obwohl er alles Mögliche macht. Aber da bin ich schon wieder fast bei der Suggestion, das wollen wir Ja, nicht. nee, Also klar. 8 von 10, die partizipieren. Nur wenn das Gerät in der Ecke steht, wie man den einen oder anderen Heimtrainer mal angeschafft hat und dann 3 Tage gemacht hat und wenn man dann nicht fit war, dann hat man gedacht, na, mache ich nächstes Jahr nochmal. Also das muss man in die Regelmäßigkeit bringen. Im Idealfall, je nachdem, was man erreichen möchte, täglich atmen oder mindestens 3-mal die Woche, um subjektiv was wahrzunehmen. Aber 1-mal die Woche ist besser als keinmal. Ja, super. Genau, ja. Also halten wir es mit Meister Yoda fest. Zum Abschluss, tun du musst. Genau. Oder tun du darfst. Genau. Und nichts gütt, nichts sagt man im Rheinland. Wenn du es Ja. nicht machst, dann kann noch nichts bei rumkommen. Super. Klasse. Also, lieber Guido, ich danke dir für deine Zeit, für die ganzen Danke. Infos. Liebe Leute, gerne teilen, gerne liken, kommentieren, abonnieren. Und ich freue mich drauf, wenn ihr mal auf der Seite vorbeischaut. Link ist unten. Bei Fragen könnt ihr mich einfach direkt auch kontaktieren. In diesem Sinne, bis bald und bis zum nächsten Mal zu weiteren spannenden Themen rund um deine ganzheitliche Selbstermächtigung. Schöne Grüße vom Freiraum-Institut am Bodensee von Jörg Fuhrmann und Guido Bieter von Energy. Vielen Ciao. Dank. Wiedersehen.